Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu meiner ersten Mod-Vorstellung in Transport Fever 2. Ja, es handelt sich hier um die Mod von Mario Tator, dem Lieben. Die Mod gibt es schon seit circa 2 Wochen im Forum, beziehungsweise ist vor 2 Wochen veröffentlicht worden. Es handelt sich bei hier um Stellwerke aus dem Jahr 1975. Das sind reine Deko- bzw. Schönbau-Objekte, also Sets. Und ja, sie entsprechen ungefähr zu 50% Originalen mit ein wenig Freiheiten und ja, gucken wir uns die doch mal an. Texturtechnisch von vornherein kann man eigentlich sagen, die sind schon mal gut gelungen, sehr gut gelungen. Und auch wenn man hier aus dem Bild raus zoomt oder rausgeht, verschwinden die nicht. Das sieht schon mal auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Oh, jetzt kommt ja gerade der Metronom vorbei, der auch gleich mal ein Größenverhältnis. Sieht auf jeden Fall alles schon mal sehr, sehr schick aus. Ja, es gibt 4 Stück insgesamt in dem ganzen Mod-Paket. Die findet ihr unter dem Asset-Menü hier. Einmal auf Gelände klicken, dann auf Assets. Bei mir sind sie jetzt hier hinten unter Gleis-Assets. Und dann findet ihr hier einmal das Symbol und könnt dann hier aus 4 verschiedenen Objekten auswählen. Auch sehr schön gelöst, dass man hier schon ein kleines Vorschaubild hat. So weiß man, welche zur Verfügung stehen. Ja, dann gucken wir uns noch mal das erste an, da kommt auch schon der nächste Zug. Ja, Stellwerk Nummer 1, oben liegenden zentralen Steuerungsturm. Gerade die 111 vorbei. Texturen hier finde ich wirklich sehr schön gelungen. Mit den Klinkersteinen, das gefällt mir sehr gut. Sieht nicht so neu aus, es glänzt nicht. Sieht wirklich schön aus. Dann haben wir einmal Stellwerk Nummer 2 mit einem großen oben liegenden Tower. Und wo aus der Stellwerkmeister dann die Weichen stellen kann. Hier ein kleiner Balkon, ganz toll. Auch hier die Details, ein bisschen Graffiti auf der Tür. Ist schon gut gemacht. Hier unten auch. Dann haben wir einmal ein großes Stellwerk, was über die, über 2 Gleise rübergeht. Man könnte jetzt hier auch noch ein drittes nebenher laufen lassen. Soll natürlich noch ein bisschen Abstand lassen, aber es ist alles kein Problem. Auch hier mit der Höhe und mit den Abständen zu den Oberleitungsmasten finde ich sehr gut gelöst. Sieht sehr schön aus, nicht zu eng, wirkt nicht so gequetscht. Auch hier finden wir wieder ein paar kleine Graffitis auf der Tür. Ja, ansonsten sieht das texturtechnisch gesehen schon richtig gut aus und macht sich für Schönbausets auf jeden Fall richtig gut. Und dann haben wir hier noch ein größeres etwas, ja, sieht eigentlich schon ein bisschen moderner aus. Auch wieder ein schönes Stellwerk. Die Texturen sind auch wieder klasse. Das DDB-Logo natürlich ein bisschen abgeändert. Rot auf schwarzem Grund, nicht auf weißem Grund, sonst kommt es wahrscheinlich der Original zu nahe. Da gibt es wahrscheinlich Probleme. Hier haben wir auch wieder ein Graffiti. Hier noch schön mit darf nicht beschmiert werden. Frag mich nur, wie der Typ hier oben hingekommen ist, um das Graffiti zu machen. Aber hier auch, Liebe zum Detail, der Rostverlauf oder Dreck oder was auch immer es sein soll, an der Tür, sehr schön gelungen. Ja, das ist rundum eigentlich ein sehr, sehr, sehr schönes Mod-Paket, was uns hier zur Verfügung gestellt wurde. Auf jeden Fall zu empfehlen. Link dazu natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, schaut vorbei, auch beim lieben Mario Tator, der hat auch einen YouTube-Channel. Schaut da auch vorbei. Und ja, vielen Dank für die Mod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao.